Leute, hier ist wieder mal Flo und mit dabei ist der Julian und Easy. Und Easy und yeah. Hallo und der komische Typ da. Der komische Typ da vorne. Ey, wie kannst du winken? Ey, oh, sorry, ich kann winken. Ich kann mich hinsetzen. Aber ja, ja, und willkommen ich bin zu Minecraft Apollo. Oh. Ja, Apollo. Apollo! Apollo, yeah! Yo, mate. Genau. Das Projekt Apollo ist schon gefühlt seit über mehreren Monaten in Arbeit und endlich ist fertig. Und yo, genau, mate, wir starten jetzt hier. Yeah. Oh, ich hab für die Leute, die jetzt irgendwie jemanden nicht kennen. Ja, als allererstes, Easy, wer bist du? Für die, die dich nicht kennen. Ich bin Easy und ich bin da. Ich bin Easy und bin Easy. Geil, jetzt weiß ich, wer du bist. Ja. Erzähl mir uns was über dich, Easy. Okay, wie hast ich du mach diesen... Minecraft und ich spiele Minecraft und deswegen spiele ich jetzt und halt mal mit euch. Und du spielst Dead Wars, viel mehr als wir. Spielt ihr auch Minecraft? Ja. Habt ihr von dem Spiel schon mal gehört? Fortnite. Nee, kannst du musst mir mal zeigen. Oh, ey. Okay. Okay. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Flo, ich mag Melonen und Schnitzel und komme aus Österreich und jo, bin Julian sein Bruder. Ja, und ich bin der Julian, ich komme aus Österreich und esse gerne Schnitzel. Echt? Ich hätte es gehabt, du kommst ich aus Lettland, Julian. Ich esse Ziegelsteine. Lettland. Meine Lieblingsfarbe ist Ziegelstein und ich esse... Top. Ey, das ist absolut der dümmste Projektanfang überhaupt. Ja, Tupst ja, also auf jeden Fall, dann aus eigentlich. Aber jedenfalls, ja, das Projekt läuft bei uns allen vier auf dem Kanal. Also falls ihr irgendjemand von den komischen Leuten nicht kennt, könnt ihr einen Ausschick in der Videobeschreibung. Das Projekt kommt jetzt nämlich mehrmals die Woche bei uns allen und jeder hat seine eigenen Folgen aus dem Anfang. Und ja, Tups hat kein Hirn. Hä? Das Game gern ist mehr. Oh, Flo, ich hab gar kein Hirn. Flo, ne? Jedenfalls, hier sieht man schon. Ja, ist halt, ne? So, das ist schon ja, halt. Jeder von uns hat hier am Spawn hier, genau. Am Spawn gibt es hier Köpfe von jedem. Wir haben Quests in unserem Quest-Computer hier. Das heißt, wir können hier viele verschiedene Quests machen. Was richtig geil ist, können wir später noch erklären. Jo, für die Quests kriegt man Geld und Unboxing-Sachen, also Lootboxen. Man kann sich Chunks kaufen, um sein Gebiet zu claimen. Und es ist richtig geil! Ja? Ja, okay. Yeah! Also ja. Und der Server ist noch nicht gecrashed. Aber das will ich mal festhalten. Was machen wir denn, wenn wir ein Claim sozusagen von jemand anderen übernehmen wollen, weil wir das so schön finden? Dann schreiben wir den Chat, Top stinkt. Okay, auf geht's. Ja, danke. Okay, alles klar. Alles klar, dann wünsche ich euch noch hier einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch hier. Genau, ja, das ist meine Seite. Die Richtung, Tops geht hier, Julian, da. Und Österreich-Flagge. Hier in der Mitte sieht man's. Ja, Tops, wie ich muss sagen. Dein ist richtig nice hier. Ja, meins ist einfach so, wie ich mich fühle. Weißt du, das ist einfach... Okay, alles klar. Hier bin ich. Für Julian Schnitzel aus. Ey. Schnitzel aus. Genau. Und da ist die Easy-Prinzessin. Ja, yeah, also wie gesagt, Leute, abonniert uns einfach alle hier, wenn das Projekt kommt. Ich glaube, ich dreimal pro Woche bei jedem von uns. Bei jedem mindestens. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie ich zum Beispiel Tob seinen Kopf, die Haare abrasiere oder sonstige Sachen. Ich hätte es nie erwähnen dürfen, weißt du? Erwähnt man auf jeden Fall, dass man der einzigste Charakter im Kopf mit Haaren ist, weißt du? Okay, Spaß natürlich, ja. Ich würde mal sagen, das Ganze ist eröffnet und ich bin gespannt hier. Ja, okay, ciao. Viel Spaß auch. Ciao. So, also, ich glaube, die gehen jetzt irgendwie da vorne in die eigenen Richtungen. Da ist irgendwie Flo's in Richtung. Da ist anscheinend meine. Ich sehe gerade, hi, was bist du hier? Greifst du mich an? Nee, ich glaube, irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht, was für ein Tier ist da vorne. Was ist das hier? Ist irgendein Haus, okay. Aber die Steine sind ja megamäßig cool. Also, ich weiß nicht. Lass alleine schon für die Steine hier ein Like da für die Folge. Okay, was ist das hier? Leute, der Wald sieht ja auch mega cool aus, der generiert ist. Was ist hier ein Chest? Hier ist ein Armor. Ist es ein Dungeon? Nicht, dass hier gleich irgendwie Monster spawnen. Was ist das hier? Oh, da läuft Chest. Natur Melon Slice. Eine Melonen-Dings hier. Limonit. Pickaxe. Minus 10% Grabgeschwindigkeit und minus 10% Damage, glaube ich. Okay, Sticks. Okay, hier sind schon mal Karotten. Karotten ist sehr gut, weil die findet man nur selten. Und ein Goldnugget. Ich weiß nicht, was ein Goldnugget bringt. Und eine Kartoffel. Nee, warte, das ist eine... Leute, ich hab den ultimativen Plan. Schau mal. Das ist eine giftige Kartoffel. Ich kann einfach Tops irgendwie die reinlegen und die normal Potato nennen. Also Kartoffel. Und nachher isst du die vielleicht. Kann ich auch noch in den nächsten Folgen hier. Alright. Nämlich, Dings hier. Minecraft Apollo hier. Kommt dreimal die Woche. Sprich, ich weiß jetzt nicht genau. Ich blende jetzt genau hier jetzt ein. Hier direkt über mir, wie oft hier Apollo kommt, dreimal die Woche. Ich blende die Tage hier einfach ein, einfach die grünen Tage hier einfach nachschauen und in Kalender hier notieren und, ja. Dann schau ich mal, wo hier noch irgendwie der, warte mal, hier ist ein Melonen, Basil, Seeds, okay. Wo es hier noch weitergeht.
Bäume sind ja richtig cool. Okay, was ist hier noch? Ich sehe schon. Hier ist, okay. Gibt's hier Vögel oder so? Ich weiß nicht. Oh, da ist ein Schwein davor, ne? Ich glaube, das sind dieselben Schweine, die wir in Revival gehabt haben. Lol. Hier sind richtig coole Dings, gell? Hier sind richtig coole Steine. Oh, lol. Hier ist Bambus. Ich glaube, ich nehme gleich das Bambus hier mit. Das Bambusery Dino. Alright. Und lol. Das ist einfach richtig cool. Und, was ist gerade hier? Ich gehe mal wieder zum Weg, weil ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht genau, hier, wo das hinführt. Das hier nämlich mein Platz, denke ich. So, dann gehe ich hier mal hoch. Hier ist so ein richtiger Platz eigentlich schon. Was ist das da vorne? Ich glaube, ich baue hier gleich mein Haus eigentlich. Ich baue mir hier ein bisschen frei. Das kriege ich hier alles für Seeds. Ich glaube, ich baue hier mein Haus, denke ich. Was ist das? Dorf? Villager? Oh lol, was ist das da vorne? Lol, was liegt da? Ein Buch? Warum ein Buch? Ein Buch. Brief. Ein Brief? Ein Brief für mich? Was ist das für ein Brief? Ich habe heute leider keine Zeit, weil ich mit Freunden zum Cheeseburger-Essen bin. Verabredet bin. Aber willst du meinem Team beitreten? Ich bin der stärkste Gott Zeus. Zeus? Warte mal, Zeus? Ein Gott? Warte mal. Stärkste Gott. Oh, ich habe hier was reingeschrieben. Zeus? Okay, Cheeseburger essen. Heute, ich denke, der kommt wahrscheinlich dann morgen, nächsten Folge hoffentlich. Zeus? Aber er ist der stärkste Gott. Ich glaube, Flo hat dann auch einen Gott, denke ich. Was ist das hier für ein Dorf? Ich denke, der hat irgendwie, keine Ahnung, was der für einen Gott hat. Aber ich habe der stärkste Gott. Ich habe den stärksten Gott. Das ist immerhin mal was Cooles. Was bist du? Hallo? Was bist du für ein Villager? Witch Doctor. Totem of Undying, hä? Kopf? Totem of Undying? Okay. Leute, verkauft Köpfe. Okay, das ist gut. Was verkaufst du hier? Gar nichts. Ich glaube, wenn man schneller rennt, dann kriegt man irgendwie Speed oder so. Was ist das hier? Toolsmith. Ein Dings hier. Lol, Teleport. Leute, was ist Teleport für ein Enchantment? Okay, was ist das hier? Okay, der Rucksack. 12 Leder, 15 Dings. Okay, verkauft auch nichts. Ich schau mal in meinen Quest-Computer hier. Genau. Nämlich, hier ein Quest-Computer. Hier kann man nicht Quests hier machen. Also, was gibt's hier? Holzfäller. Willkommen. Schenk einem Spieler ein Geschenk. Okay, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Genau, und man kann hier, nämlich, wenn ich hier E drücke und hier, Claim Chunks mache, kann ich hier Chunks claimen? Ich glaube, hier hat noch keiner Chunks geclaimed. Nämlich, die Chunks, das kann praktisch keiner bauen, außer ich halt. Und kann was abbauen und irgendwas stehlen für mich. Und ich baue mal hier einen Zaun. Ja, Villager hier, habt doch ein schönes Leben. Ich gehe mal hier irgendwie nach vorne und craften mal irgendwas. Ich habe nicht hier nur so eine Spitzhacke, so eine Limonit-Spitzhacke. Und, genau, die Quest funktioniert so. Man muss praktisch einfach eine Quest machen, nachher geht man zu einem Kopf hin und man bekommt praktisch Dollar. Und mit den Dollar kann man entweder einen Chunk craften, also einen Chunk holen, oder einen Chunk von den Gegnern hier, von Izzy, von Flo oder von Tobs hier, entclaimen. Das heißt, wenn ein Chunk entclaimed ist und wenn keiner den Chunk hört, dann kann ich praktisch abbauen, versteht ihr? Also, ich glaube, ich baue mal irgendwie, Spitzhacke ist relativ schnell, ich will die nicht verbauen, dann muss ich die Eisen finden. Wenn hier... Oh, ich sehe gerade da vorne Eisen, okay. Okay, die Slabs, die baue ich mal hier. Ich weiß nicht, ich will die Steine eigentlich gar nicht wegbauen. Das sieht richtig cool aus. Okay, ich will nicht jetzt die Spitzhacke kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie gut die Spitzhacke ist. So, irgendwie. Alright, so. Jetzt habe ich ein bisschen Dings. Jetzt muss ich mir ein bisschen Holz hacken auch. Aber die Bäume sehen einfach so cool aus. Ich glaube, ich gehe auch weiter nach vorne hier. Dass hier irgendwie... Nicht irgendwie die Natur hier zerstöre. Das ist nämlich sehr schlecht, wenn ich die Natur hier zerstöre. Alright, so. Ich crafte ein bisschen Dark Oak Bark. Normales Holz. Okay, ich glaube, da ist nämlich gestanden, wie viel muss ich hier machen? Okay, jetzt, zurück hier. Genau, Holzfäller gibt's ja. Genau, okay. Ich muss 100 Holz, 100 solche Holzdings machen. Warte mal, schreib mal, muss bei der Quest. Oder obwohl, ich glaube, es ist einfach Oakwood. Ich glaube nicht normales Holz. Ich glaube, es ist einfach so also solche Stämme. Versteht ihr, was ich meine? Sondern muss ich das umcraften. Umcraft der Redino. Jetzt machen wir mal Crafting Bench. Ich habe schon Sticks hier. Oh, da war irgendwie gerade rot. Egal. So, ich habe 3 Eisen. Ich glaube, ich crafte mir erstmal eine Axt, glaube ich. So, nämlich. Ich finde Apollo ein richtig cooles Projekt. Auch wenn das so zu viert ist. Alright, so. Und was ich noch ansprechen wollte hier, ich habe nämlich hier 2 Sachen. Wer es nicht kennt, wer hier, wenn du ein Franzl-Liebhaber bist von der Folge Franz, also von der Serie Franzl hier, nämlich habe ich jetzt meinen eigenen Shop, der namens julianus33.shop. Und das ist meine Shopseite hier und hier seht ihr schon das Design. Das ist das Design von Franzl. Es ist mega mäßig gut geworden. Vor allem hier sitzt einfach Franzl, hier fliegt um die Welt, das soll so eine Welt darstellen. Und hier ist der Banner nämlich, genau hier.
Hier sieht man nochmal Dings hier. Das Franzl-Design hier. Im Hintergrund auch mit den Alpen. Und es gibt sehr viele Sachen. Es gibt einen richtigen Schulrucksack, den wir in die Schule mitnehmen könnt. Und dann gibt es auch noch so eine Tasse. Einfach, wo irgendwie Tee oder Kaffee, ich weiß nicht, Kaffee trinkt ihr wahrscheinlich noch nicht. Tee oder irgendwie Kakao oder sowas trinken könnt. Richtig cool. Und es gibt auch noch Hoodies und solche T-Shirts einfach. Richtig cool. Und es gibt verschiedene Farben. Es gibt grün, es gibt rot, es gibt blau. Alles mögliche, was zur Auswahl ist. Und ja, es gibt auch Federmäppchen. Die sehen megamäßig cool aus. Ich habe sogar auch schon eins für die Schule mit. Und ja, wie gesagt, einfach julianus30.shop und da ist dort alles drinnen. Und ja, oder erster Link einfach in der Beschreibung anschauen. Erster Link ist für Shop und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und irgendwie etwas kauft. Weil ihr könnt auch irgendwie Fanart oder so schicken oder irgendwas schicken, wo ihr ein Unboxing macht oder sowas. Das würde ich mega feiern. Und mich einfach irgendwie auf Twitter, Instagram oder auch einfach auf YouTube irgendwie hochladen und einfach den Link senden und einfach taggen hier. Okay, dann baue ich das wieder ab hier. Das kann ich gleich wieder nach... Ich glaube, ich kann das abbauen. Hoffentlich kann ich das abbauen. Ja, ich kann es abbauen. Nice. So, so. Alright, dann baue ich hier mal weiter ab. Hier gibt es nämlich relativ viel Holz. Aber die Bäume sind so gut. Also ich will die gar nicht zerstören hier eigentlich. So, alright. Dann habe ich... crafte ich dann um hier. So und so. Ich habe mehr Holz. Oh, nein, ich darf es nicht umcraften, gell? Ich darf es nicht umcraften. So, weil ich will direkt meinen ersten Chunk hier haben. Weil wenn ich den ersten Chunk hier habe, dann kann ich instant bauen, ohne dass mir irgendwer das zerstört. Oder ohne dass Tobs irgendwie im Haus gegrieft oder ich weiß nicht. Und genau. Ich wollte auch sagen, ich könnte ja auch Livestreams von dem Dings hier bauen. Bauen, sage ich schon, von dem Projekt hier namens Apollo machen. Ich weiß nicht, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie so Livestreams feiert oder so. Ich weiß nicht, ich finde Livestreams richtig cool. Welcher. Tobs ist Label. Tobs auch schon. Killed worden, Beflo. Haben sie schon gekillt? Okay, okay. Okay, da geht schon irgendwas los. Okay, ich muss unbedingt mit Chunk hier machen. Ich will nicht, dass. Weil da kann man auch nicht nachher an Chests hier reingreifen. Wenn man im Chunk hier eine Chest hat. Richtig cool eigentlich. So, alright. So, bam, 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 bam. Und, ich weiß jetzt nicht, wie es bei meinem Gott hier steht. Weil ich habe irgendwie, der hat gesagt, er ist irgendwie faul oder so. Aber er ist der stärkste Gott. Ich hoffe, der kommt auf jeden Fall morgen. Morgen kommt nämlich die, also die heutige Folge ist Samstag. Guten Samstag noch hier, der die Folge gerade schaut hier. Und, die nächste Folge kommt, denke ich, Montag, glaube ich. Das heißt, am Montag wird er da sein, hoffentlich Zeus. Aber Zeus, ich weiß nicht, kennt ihr euch irgendwie mit Götter oder so aus? Ist Zeus wirklich, ist Zeus ein starker Gott? Oder Zeus ist ja der Gott der Blitze, glaube ich. Wer sich hier mit Gott auskennt, unbedingt in die Kommentare schreiben. Generell, und einen Kommentar und ein Dings hier und ein Like hier, freue ich immer. Ich lese auch jede Kommentare. Und wenn ihr irgendwie einen langen Kommentar schreibt oder irgendwie Kommentar schreibt, dass ihr meine Videos feiert oder so, kriegt ihr auch manchmal ein Herz von mir. Also ist richtig cool. So, dann bam, bam, dann habe ich gleich die 64 Holz hier. So, so, so. Und ich weiß natürlich genau, wie ich mein Haus baue. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich Zeus nachher fragen irgendwann. Wie, oder schreibt einfach in die Kommentare, wie ich so ein Haus bauen soll. Ich glaube, ich baue so ein Mittelalter-Resus. Das passt so perfekt zum Wald hier rein. Ich weiß jetzt nicht, was genau Izzy oder so oder Flo für einen Wald hat oder so. Aber ich glaube, die haben ihn selben. Ich weiß nicht. Wir können doch, wie gesagt, einfach unten in der Beschreibung hier alle abchecken. Izzy, Flo und Tobs. Und unbedingt schaut deren Folgen auch. Weil es richtig cool, wenn, wenn man fast von mehr Perspektiven hier sieht. Ich hoffe, der Baum geht hier irgendwie weg nachher. So, bam, bam. Und so, das ist, glaube ich, der letzte. Obwohl, ich glaube, der kann gar nicht weggehen. So. Ich will jetzt nicht irgendwie vom Fallschaden sterben. Das wäre relativ dumm von mir. Okay, wie viel habe ich jetzt, ist die Frage. Wie viel Holzstämme? Ich brauche 100 Holzstämme. Alright. So, ich habe jetzt 64, 67 habe ich. Das heißt, ich glaube, ich muss noch einen Baum oder so abbauen. Ich will ja nicht zu viel irgendwie mit Cobblestone bauen, weil das wird irgendwie nachher wieder... Irgendwie, keine Ahnung. Das wird nachher wieder... schaut nachher irgendwie so dumm aus, keine Ahnung. Oder mit Dirt. Ich will alles Schöne haben in meinem Bereich. Topsten Bereich ist, glaube ich, da drüben oder da drüben. Ich weiß es nicht. Ich schaue einfach ihn nachher zum Dings, ja. Ich glaube, anscheinend ist er irgendwie Flo Tops verfolgt direkt. Ich habe Angst. Und ja, so. Wie viel habe ich? 64. Das heißt, genau, dann kann ich so zählen. Das heißt, ich habe 83 habe ich schon. Das heißt, ich brauche noch 83, 435, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, gleich habe ich es. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay, jetzt sollte ich es eigentlich haben hier. Das Holz behält man, also keine Angst hier, Leute. Das Holz behält man. Also alles gut, ich baue jetzt nur schnell dieses Cobblestone ab hier.
Nicht, dass hier da steht. Das ist gleich ein Pferd, sehe ich gerade. Wenn ich das Sattel habe, könnte ich das dann auch rein theoretisch hier machen. Und wie ihr schon seht, es gibt 116 Seiten. Es gibt so viele Items einfach. Hier können wir uns einfach nachschauen, wie die Items gecraftet werden. Alright. So. Das heißt, ich gehe mal hier irgendwie zum Spawn. Ich weiß, ich soll mir ein Schwert machen. Ich denke, ich mache mir ein Schwert. Wo ist mein Crafting Table? Hier ist ein Schwert. Ich mache mir erstmal ein Schwert. Nicht, dass Tobs irgendwie kommt oder so. Und irgendwie, mich direkt killt oder so. Also, ich muss auf Flo aufpassen. Flo hat schon ein Schwert anscheinend. Und, ja, da muss ich halt aufpassen. Weil er irgendwie Tobs gekillt hat oder hat mit der Hand killt. Ich weiß es nicht. So, ich gehe mal in die Mitte. Falls hier irgendwas in der Mitte ist. So. Alright. Und genau, ich habe einen Discord-Server auch noch für die, die es nicht wissen. Einfach in der Beschreibung nachschauen. Auf mehr Anzeigen klicken. Und dann seht ihr hier, meinen Discord. Und hier auf Discord gibt es relativ viele Sachen. Zum Beispiel, es gibt auch, hier... Es gibt auch so einen Fanart-Channel oder so. Oder es gibt auch solche Gewinnspiele, da könnt ihr Rollen gewinnen. Zum Beispiel die Rolle, die Yomai heißt oder so. Jede Woche ist praktisch ein neues Gewinnspiel. Und, ja. So, gibt's hier noch irgendwas? Wie gesagt, einfach in der Beschreibung abchecken. Und, ja, Gewinnspiele kann man auch reden mit Julian. Zum Beispiel, letztens hat einer gewonnen. Habe ich schon unterhalten mit dem Typ hier. Richtig cool. Wenn ihr auch irgendwie mal mit mir reden wollt, einfach im Discord abchecken. Und, ja, einfach auf der Beschreibung unter dem Video auf mehr Anzeigen klicken. Und nachher steht da Discord. Ich glaube, das ist der dritte Link oder so. Einfach schauen und, ja. So, dann würde ich auch sagen, alright. Das heißt, ich kann jetzt mal hier abschließen. So. Dann kann ich machen Detect hier. Detect. Incomplete. Oh, oh. Claim. Incomplete. Detect. Ich glaube, ich hab's irgendwie. Geht das schon? Oakwood. Warte mal. Ich schreibe mal. Muss bei der Holz-Quest das normales Holz sein? Fragezeichen. Hab nämlich Dark Oakwood. Oh. Oh nein. Okay, Leute. Ich glaube, normales Oakwood. Oh, oh. Ja, keine Ahnung, vielleicht schaue ich mal nächste Folge oder so, dass man der Zeus irgendwie das umwandeln kann. Ich weiß nicht, der ist der stärkste Gott oder so. Egal. So, dann gehe ich mal nach Hause. Ich glaube, ich fange mal an gleich mit Hausbau. Egal, dann schaue ich einfach nächste Folge, dass ich das schaffe und einen Chunky Claim. Nicht, dass Flo irgendwie kommt und nachher irgendwie ist irgendwie, ich bin der Flo, ich grief Jonas nach Hause. Nee, keine Ahnung. So, ich will jetzt irgendwie friedlich sein. Also, ich bin jetzt nicht der unbedingt, der hier, andere Leute killt oder so oder einfach. Randoms, ich bin ja eher der Friedliche hier, ja? Ich fang mal hier an. Warte, so, 1, 2, 3. So, das passt eigentlich direkt, weil man muss den einen Stein noch wegbauen. Ich kann euch hier, immer wieder hier, ja, in allen Folgen hier, ein paar Bautipps geben. Also, falls ihr mal irgendwie, falls ihr schlecht oder so seid im Bauen hier, im Minecraft. Hier einfach immer, warte mal, ich muss mal die Grundform hier bauen vom Haus. So, und der erste Tipp kommt schon, nämlich, so, mal so, hier ist ein Baum drauf, ist einfach hier so, Holzblöcke einfach hier so abstehen lassen, versteht ihr? Nur viel hoch, abstehen lassen, sieht einfach richtig, das hat aber nachher richtig Tiefe, das Haus, versteht ihr? So, dann mach ich so, und das ist das erste Mal die Grundform hier, mach ich so, ich denke, ein viereckiges Haus passt eigentlich, und so, ich kann es halt im Nachhinein hier ausweitern, also erweitern hier. So, dann mach ich das. So, und, oh, es war falsch hier. So, dann mach ich so. Also, wir haben immerhin schon mal Holz, ja. Vielleicht kann ich irgendwie das umtauschen. Nächste Folge beim, mein Gott, Zeus anscheinend. Der hat gesagt, willst du mein Team beitreten? Natürlich will ich dem Team beitreten. Ich bin ja nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich bin nicht egoistisch und will irgendwie kein Team beitreten, weil Flo hat anscheinend auch einen Gott. Ich glaube, das ist irgendwie dass man irgendwie auch, dass ich auch irgendwie gegen die antreten kann oder so. Ich weiß nicht. So, dann gehe ich mal das ganze Gras weg. Das Gras sieht nämlich komisch aus hier irgendwie. Und hier oben, in der Mitte seht ihr das schon. Ich sehe gerade rechts oben, keine Ahnung, was das ist, irgendwie Stärke oder so. Wenn ihr das wisst, unbedingt in die Kommentare rein, wie immer so. Ich mach mal hier so ein kleines Board hier. Ich weiß nicht, soll ich das da machen? Ich glaube, ich mach mal so. Ich terraform das eh noch, also wie gesagt, keine Angst hier. Oh, oh, jetzt habe ich das falsch platziert, so. So, bam, 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 bam. So, dann baue ich hier so eine kleine, Dings hier. Warte mal, kann ich hier so machen? Vorerst mache ich das mal so. Keine Angst, Leute, das wird alles noch besser aussehen. Jetzt kann ich so machen. Und so, so, so. Das wird nämlich ein gutes Stück hier, so. Und so, eins, zwei, so, 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 so. Jetzt könnte ich eigentlich rein theoretisch, das hier hinbauen. Oh, oh, das war falsch hier. So. Okay, warte mal, ich muss das noch eins größer machen hier. Das haben wir gleich, keine Angst, Leute. Alles Gute, alles Gute, gut. So, mach ich so, bam.
Egal, ich mach das einfach, oder wie weit geht das bis hier? Okay. Das ist so, bam, 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 bam. Genau, und bezüge ich den Shop einfach Shop. Also Jonas dann 30.shop, wie hier gerade eingeblendet. Einfach, ja, und ich würde mich halt freuen, wenn ihr irgendwie Fotos schickt, wenn ihr irgendwie ein T-Shirt kauft oder so. Könnt auch für Weihnachten schon vorbestellen. Weil Weihnachten, das wird wirklich nach irgendwie kritisch, nicht, dass ihr irgendwie dasteht und kein T-Shirt habt oder so. Das ist nämlich wirklich. Ich habe das schon mal gehabt und. Oh, warte, ich muss mal, bevor ich das weggebe, hier den Link kopieren. Weil ich habe das schon mal gehabt. Also irgendwie, was zu Weihnachten bestellt hat, nachher ist erst nach Weihnachten kommen. Das war halt wirklich nicht schön, Leute. So, warte mal, ist das hier? So, das heißt, hier ist nachher das, dann mache ich das hier so. So ein kleiner Designwand, richtig cool. Einfach Jonas 30.shop. So, jetzt mache ich gleich meine Pause einfach weiter. Ich habe hier richtig viel Seeds. Vielleicht brauche ich mal so. Was war das? Also, ist hier ein Pferd? Alright, jetzt brauche ich mal erstmal Chests und lol. Es gibt sogar solche Dings, gell? Was war das hier, was man craften kann? Was ist das? Big sein. Okay, ein Schild. Es gibt ein Schild, okay. Flo ist gestorben. Noob, schreibe ich. Wie stirbt ihr so schnell? Freizeichen. Ich weiß nicht, wie die so schnell sterben. Ich baue mal raus. Ich weiß, ich glaube, die Tode werden auch beim Kopf dazu zählt. Also hier ein Dings hier. Ich glaube, der Flo geht einfach in eine Mine schon. Ich glaube, ich würde zuerst das Haus bauen oder das Haus. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal meinen hier. Obwohl. Ne, ich baue jetzt erstmal ein kleines Haus. Und, so. Ich glaube, nächste Folge gehe ich gleich meinen, nämlich. Haha, du Noob. Haha, Tobs, du hast auch schon ein Tod. Der Tob stinkt. Hashtag true. Jo, mei. So, die sterben hier alle schon. Ich muss hier unbedingt eigentlich gleich meinen gehen. Ich glaube, ich baue mir hier so eine kleine Mine irgendwie, hier so. Ich glaube, ich baue mir die gleich hier rein. So, dann baue ich mich hier, glaube ich, eigentlich demnächst runter hier. So. So, so. Und ich weiß nicht, ob ich direkt meinen gehen soll. Weil es gibt doch einen Mining-Mod anscheinend. Die Höhlen besser aussehen sollen, denke ich. Hoffentlich. Ich muss ja gleich eine neue Spitzhacke craften. So. Aber bevor ich eine neue Spitzhacke crafte, ich muss hier noch Eisen hacken, dass ich nicht hier, ohne Spitzhacke irgendwie weggehen kann. Als ich nicht eine Steinspitzhacke habe. Alright. So, es ist nämlich richtig cool hier, das Apollo-Projekt, weil, andere Leute machen zum Beispiel hier irgendwie, keine Ahnung, die gehen zum Beispiel meinen oder könnt irgendwie abchecken in der anderen Folge, wie die irgendwie gestorben sind oder so. Und, ja, so, jetzt hab ich schon ein bisschen Cobblestone. Jetzt kann ich hier keinen Eingang machen, oder wie baue ich denn den Eingang? Ich glaube, ich mach das irgendwie so. Ja, ich überlege mir die Tage noch, also bis nächste Folge, überlege mich auch, wie ich hier irgendwie das Haus baue. So, bam, bam, bam. Und so, ich baue das Haus aber unbedingt auch noch aus. Keine Angst, das bleibt nicht so klein, Leute. So, machen wir mal das Grundlegendste hier in die Chest. Ein paar Dings, ein paar das. Ich weiß immer noch nicht, was eine Natur-Slice hier von der Melone, Dings bringt. So, dann gebe ich das. Okay, das ist nicht dasselbe. So, so, so. Bam. So, dann sortiere ich das einmal alles schnell. Und hier da vorne war eigentlich ein Ofen. Könnte ich eigentlich nehmen. So, hier, das sind noch meine Design-Dings. So, und den Brief, den lege ich auch unbedingt rein. Das ist richtig wichtig. So, und hier ist noch Essen, Poisonous Potato. Alright. Ich weiß nicht, bei deiner Quest steht ja. Warte, ich baue ja kurz währenddessen Zuckerrohr an. Bei deiner Quest steht ja irgendwie. Ja, ich muss irgendwie. Ich muss irgendwie ein Gift, also ein Geschenk hier machen. Ich weiß nicht, der Poisonous Potato. Glaubt ihr, Tobs wird's essen? Ich würde es locker Tobs zutrauen, dass Tobs einfach der Poisonous Potato, also so eine giftige Kartoffel hier, isst. Ich würde Tobs zutrauen. Oh, ich habe es gerade im Wasser platziert. Ich würde Tobs echt zutrauen. Aber die Landschaft sieht einfach mega cool aus. Ich weiß nicht. Wenn ihr das Projekt auch so feiert, unbedingt einfach ein Like da lassen. Und das für mich vorne. Oh, was ist das hier? Lol. Was ist das? My first level? Lol. Ich bin level up. Ich habe gerade ein Level gekriegt. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. So, egal. Ich glaube, ich bin. Egal, ich baue mal hier, ich hole mir mal einen Ofen hier von dem Villager-Dorf, von dem Villager-Dorf. Nehme ich damit jetzt sicher Öfen gehabt. Dann schaue ich mal. Ofi, Ofi, Ofi. Hier sind noch Kühe und Schafe. Ja, Schafe ist richtig cool. Da kann ich so ein Dingshaus bauen. Hier ist ein Ofen. Villager, ich. Ja, Villager. Du wirst das schon nicht brauchen, die ganzen Öfen. Ja. Hier ist ein Dings hier. Oh, oh. Alter, okay, das ist ein Wasserbucket. Was ist das hier? Hier ist Milch. Da kann ich mal Milch mitnehmen, keine Ahnung. Vielleicht brauche ich Milch. Hier sind Kühe. Hallo, Kühes. Oh Leute, ich regeneriere gar nicht. Regeneriere ich? Ich weiß nicht. Dann gehe ich mal hier wieder zurück mit den Öfen der Dinos.
Ich weiß nicht. Ich finde Apollo richtig cool einfach. So, dann brauche ich mal die Öfen rein. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe gleich meinen. Aber nur so einen kleinen Einblick, weil ich will hier nicht die Folge zu lang machen. Ich weiß nicht. Wenn ich hier immer noch Leute... Also, ich weiß nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jede Folge hier schaut bei mir. Das wäre auch mega cool. So. Nehme ich es, genau, bezüglich Dings. Die Schultaschen sind richtig cool. Es gibt auch viele, viele weitere Sachen. Zum Beispiel, warte eine Sekunde. So. Es gibt hier viele weitere Sachen. Zum Beispiel, Dings hier. Es gibt eine Handyhülle auch, falls ihr irgendwie ein Handy habt. Irgendwie Samsung, iPhone, was auch immer. Huawei. Ich glaube, es gibt alle möglichen Marken hier. Und, ich habe jetzt die Handyhülle gerade nicht auf das hier drauf. Aber, ich zeig's in der nächsten Folge. Keine Angst, Leute. Es gibt hier nämlich auch noch. Es gibt hier Turnbeutel, falls ihr in der Schule irgendwie Turnen habt oder falls ihr irgendwie generell ins Fitnessstudio geht, so wie Flo. Einfach hier ein Turnbeutel hier, das ist ja rot und hat ein Franzl-Design um. Ich finde das Franzl-Design einfach richtig cool. Hier ist ein kleiner Franzl mit, mit Stitzel in der Hand. Ja, ich finde es richtig cool, weil es haben relativ viele Leute hier schon gefragt nach Franzl hier. Ja, ja, mach ein Franzl-Manager, mach ein Franzl, mach einen Shop hier. Ja, keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich jetzt einen Shop gemacht und ja, könnt ihr auch bestellen und ja. So, dann gehe ich jetzt gleich mal meine mit einer Eisenspitze. Keine Ahnung, was ihr andere Spitze gemacht. Stimmt, ich brauche Fackeln, gell? Ich glaube, da vorne war Dings. Ich heal mich gerade nicht die ganze Zeit, gell? Ah, jetzt heal ich mich, okay. Hier irgendwo war Kohle, denke ich. Hier irgendwo, denke ich, war Kohle, hoffentlich. Kohle. Hier ist Kohle. Okay, so. Okay, nachher auch hier und hier. So, haben wir schon Dings hier. 5 Kohle. Kann man gleich in eine Mine gehen, in Mine Redino. Und, oh, Flo. Blaze, Fragezeichen? Ist er schon in Nether? Ist er schon im Nether? Als ob, okay. Als ob der schon bei Blaze gestorben ist. Ich weiß nicht. Ich habe Angst hier, wenn er schon von Blaze stirbt. Ich glaube, der ist auch meinen. So, ich gehe mal hier runter. Hab ich das auf Moody? Nee, ist eh Bright. Alles gut hier, so. Ich hoffe, ich gehe gleich entgegen, da kann Silberfisch-Dings ja gleich. So, ich glaube, ich kann das in Offhand, genau. Ich kann das in der zweiten Hand geben. Oh, was ist das hier? Weißer Block. Marble. Okay, Marble. Hört sich gut an. Ich glaube, das ist auch so ein echter Stein-Dings. So ein echter Steinart oder sowas. Alright, so. Bam, 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 bam. Was ist das hier? Sandstein? Ich hoffe, hier kommt bald eine Mine. Welche Höhe sind wir? Höhe 58. Okay. So, und genau, bezüglich dem Discord, den Discord gibt es richtig viele Sachen, und oh, ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden, und, ich würde auch, links gestern war nicht Halloween, ich weiß, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Halloween verkleidet wart hier, so, besser, und so, als ob die alle so schnell sterben, ich und die sind jetzt noch gar nicht gestorben, immerhin, ich glaube, die Tode, die zählen, glaube ich, nicht richtig viel, also, was, der ist schon wieder gestorben? Ich habe versucht, seine Items wieder zu bekommen. So. Junge schreibt er. Okay. So. Und das Scrabble hier, eine gute alte Art hier. Hier ist auch ein bisschen Eisenredino. Ich hoffe, ihr seht hier was. Bei den Horror-Maps nämlich am Freitag und am Donnerstag war es nämlich nicht so. Da war es halt, das Ding ist, wenn ich schneide, es verdunkelt schon. Also, wenn ich hier aufnehme, ist das komplett anders als bei YouTube. YouTube macht nämlich alles immer dunkler hier. Deswegen weiß ich nicht immer, ob das hier... Oh, diese Höhle. Ob das hier passt. Hoffentlich. Oh, LOL. Was ist das für Erze? LOL. Was sind das für Höhlen? Warte mal. Das hier sind Lianen überall. Okay, ist Eisen. Okay, es gibt eine gute alte Minecraft-Regel. Einfach hier immer zuerst ausleuchten, bevor man meint anscheinend. Also das hab ich früher immer gesagt hier. Da haben wir schon richtig viel Cobblestone. Aber ich wäre irgendwie für die Art, dass ich das Haus hier baue, mit Wolle oder so, dass ich Wände mit Wolle baue. Aber das Ding ist, wenn nachher irgendwie einer mein Haus nicht kleben kann, er die Wolle anzünden. Das ist ein Nachteil, aber ich weiß nicht. Alright, so. Dann baue ich so. So, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Kohle gerade. Diamanten wären cool, aber ich glaube, in dem Projekt gibt es viel mehr als Diamanten einfach. Also viel mehr Erze hier. So, was gibt's hier noch? Hier ist Iron Doridinos. Was ist das für ein Erz und was sind das für Höhlen? Okay. Ich brauche mal hier rüber. Was bist du? Alter, Blue Sprout. Sprout. Das kann man sich jetzt Sprout machen. Alter, okay. Nur Farbe kann man sich da irgendwie machen. Okay. Hier ist so ein Marble-Biom. Alter, das ist eine Schlucht. Das Ding ist, ich werde zuerst hier alles
machen, bevor Tops hier irgendwie kommt und denkt, ja, das ist meine Mine, jetzt sind das meine Erze hier. Oh, was ist das? Was ist das? Warte mal, das ist ein Knopf. Eine Eisentür? Was ist das? Ein Knopf mit der Eisentür? Was ist das? Hä? Ein Knopf mit einer Eisentür? Ein Knopf für Redino mit der Eisentür? Was bist du? Knopf mit einer Eisentür? Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Dann würde ich jetzt auch sagen hier irgendwie, das war's für die Folge hier. Lasst dann ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr Minecraft Apollo sehen wollt, einfach Like und ein Abo da und die Glocke aktivieren, dass ihr hier kein Apollo mehr verpasst. Und ja, schaut bei anderen noch vorbei, bei EasyTubes und Flo. Alles in der Beschreibung verlinkt. Einfach die ersten Folgen schauen. Ja, dann wäre das richtig cool. Und wie gesagt, Shop, Jonas30.shop, wie es ja eingeblendet ist. Erster Link in der Beschreibung hier. Einfach richtig, richtig coole Merch-Shops. Und der Discord einfach auch in der Beschreibung hier. Und ich sage ganz viel, ich sage schon ein komplettes Gedicht hier am Ende des Videos. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao!